Ich oder Anne? Alle. So, hallo und herzlich willkommen allerseits zu unserer heutigen Pressekonferenz. Diesmal keine Spielerinnen, weil heute ist frei. Die Spielerinnen haben frei, ihr beide nicht. Deswegen seid ihr hinter Bütt, Jotti, Schatzi Alexio, sportlicher Leiter Nationalmannschaften und Jan-Ingvar Carlsen-Bracker, neurozentriertes Training, Spezialgebiet. Ich würde erstmal den Jotti fragen, gib uns mal ein aktuelles Update. Keine Spielerin hier oben und trotzdem gibt es ein paar Neuigkeiten. Ja, das stimmt. Ich habe heute Morgen ein ganz glückliches Gesicht gesehen. Lea ist mir entgegengekommen. Sie ist Gott sei Dank jetzt endlich negativ und ist zur Mannschaft gestoßen. Wir werden sie jetzt sorgfältig vorbereiten, werden die kardiologischen Untersuchungen durchführen, die relevant sind nach so einer Krankheit und sie Schritt für Schritt dann auch heranführen. Wird wichtig sein, dass wir das Spiel gegen Österreich gewinnen, damit sie auch im weiteren Turnierverlauf Akzente setzen kann und dann auch für uns da ist, wenn sie wieder fit ist. Das war eine sehr positive Nachricht. Ansonsten haben alle, wie gesagt, frei. Nicht hitzefrei, sondern wir hätten so oder so freigegeben, weil wir einfach wollten, dass die Spielerin nach der ersten Phase des Turniers mal den Kopf frei bekommen. Das Turnier und die Vorbereitung hat schon sehr viel Körner gekostet und da ist es auch mal ganz gut, wenn man knapp 48 Stunden vielleicht nicht rund um die Uhr über den Fußball denkt, nachdenkt, sondern auch tatsächlich die Möglichkeit hat, was anderes zu machen. Von daher sind das positive Nachrichten, die wir jetzt mit Lea vermelden können. Vielleicht noch ein Wort. Jan-Ingvar sitzt neben dir, bevor wir zu ihm kommen. Wieso ist dieses neurozentrierte Training, ist gar nicht so einfach, warum hat das so einen wichtigen Part bei uns im Team? Also ich bin ein Fan von dem neurozentrierten Training. Wir beschäftigen uns schon ziemlich lange damit. Und schlussendlich bin ich glücklich, dass der Jan auch bei uns im Team ist, weil er, wenn ich das richtig sage, kann es korrigieren, aber der einzige Ex-Profi ist, der in dem Bereich tatsächlich tätig ist. Und für mich ist es wichtig, dass unsere Experten immer wieder ihre Themen in Zusammenhang mit dem Fußball verknüpfen. Und da sind wir wirklich in einer glücklichen Situation, dass er sich im Laufe seiner Fußballerkarriere schon mit dem Thema beschäftigt hat. Und wenn wir Themen durchführen, sei es im Fitnessbereich oder jetzt auch im neurozentrierten Training, finde ich immer, dass der Fußballschwerpunkt oder zumindest die Zusammenhänge dort zusammengetragen werden. Und das kann er in Perfektion. Und nicht nur, weil er ein guter Mensch ist, ein guter Typ ist und dem Team auch sehr viel gibt, sondern weil er halt in dem Bereich, was vielleicht in Deutschland noch nicht so weit verbreitet ist. Es gibt einige Bundesligisten im Männerbereich, die das auch sehr professionell durchführen, aber wenige. Im US-Sport sind es schon viel, viel mehr. Und wir wollen einfach auch im Frauenbereich Impulse setzen. Und ich finde das Thema einfach wichtig. Und je stärker wir unsere Spielerinnen entwickeln können und begleiten können und je individueller wir sie begleiten können, desto besser. Deswegen ist es schön, dass der Jan da ist. Und jetzt hast du die Aufgabe, Jan, uns in einem, maximal zwei Sätzen zu erklären, was genau machst du? Annette, wir kennen uns jetzt auch schon ein bisschen und wir wissen natürlich, dass das sehr, sehr schwierig ist, die Funktionsweise vom Gehirn und vom Nervensystem in einem Satz zusammenzufassen. Ich werde es trotzdem versuchen. Vorweg, wir befinden uns im Leistungssport und das Gehirn ist das zentrale Steuerorgan für alle unsere sportlichen Leistungen. Alleine deswegen macht es schon total viel Sinn, sich damit zu beschäftigen. Die Hauptaufgabe vom Gehirn ist es, jetzt dieser eine Satz, Reize wahrzunehmen, Reize zu verarbeiten und darauf mit einer Handlung, mit einer Umsetzung zu reagieren. Und wenn wir mit der Umsetzung, dem Motor-Output, nicht zufrieden sind, dann hilft es wahnsinnig, sich vorher den Input, also die Verarbeitung und die Reizwahrnehmung auch anzuschauen und zu gucken und das zu analysieren, wo es dort ja, Potenziale gibt oder wo es vielleicht Defizite da sind, wo wir noch besser werden können. Ich finde, das hat er echt anschaulich gemacht. Und jetzt eure Fragen. Erik Peters von der Bild.
Eine Nachfrage nochmal zu Lea. Sie soll jetzt langsam rangeführt werden. Da gibt es kardiologische Untersuchungen. Heißt das, dass sie jetzt erstmal noch nicht dabei sein wird im Kader für Österreich oder doch? Also zumindest im Kader schon mal dabei. Also wir werden die Lea dann dazu nehmen, wenn sie wirklich fit ist und wenn wir unsere Untersuchung abgeschlossen haben. Das werden wir jetzt die nächsten beiden Tage tun und dann schauen, wie sie ins Training einsteigen kann und mit welcher Intensität. Aber da warten wir erstmal den ersten Schritt ab, bevor wir dann eine Aussage treffen, ob sie gegen Österreich dann auch im Kader sein kann oder nicht. Das hängt dann immer von Stunden ab, auch vom Wohlbefinden ab. Und da sind wir einfach guter Dinge, dass sie jetzt Schritt für Schritt dann auch herangeführt werden kann. Marc Heinrich, FAZ. Jan, vielleicht kannst du uns mal kurz erklären, wie sieht so eine Übungseinheit im Alltag bei dir aus? Ja, wir haben immer ein ganz klares Ziel. Also wenn wir eine 1-zu-1-Session machen, dann gibt es immer etwas, was wir unbedingt erreichen wollen, sei es eine Performance-Verbesserung oder eine Schmerzreduktion. In der Regel ist das Ziel eine Verbesserung der Bewegungsqualität und der Bewegungseffizienz. Und dann wird analysiert, wie ist der Status quo in dem Moment, zu dem Zeitpunkt. Und je nach, da können wir, gibt es einen gewissen Ablauf. Aufgrund der Vorgeschichte, vom Vorgespräch, von der aktuellen Situation, hat man schon eine gewisse Idee, auf welcher Ebene im Nervensystem oder im Gehirn wir starten. Und dann ist es ein Test und ein Retest. Also wir überprüfen ständig, ob wir auf dem richtigen Weg sind. Und stellen dann ja, sensomotorische Übungen zusammen. Das ist jetzt so ein Begriff, der natürlich erst vielsagend ist. Da geht es in erster Linie um die drei bewegungssteuernden Systeme, sprich die Augen, das visuelle System, dann um das Gleichgewichtssystem und um die Propriozeption, das heißt die Körperwahrnehmung. Und das ist meistens so der Start, woran wir arbeiten. Dann gibt es dort 3 bis 5 Übungen, so eine Art kleine Hausaufgaben, welche dann die Spielerin mehrmals am Tag für eine kurze Zeit wiederholen soll, damit sich dann einfach diese positive Veränderung adaptiert wird. Denn es macht natürlich deutlich mehr Sinn, wenn man etwas verbessern möchte, das mehrmals am Tag zu machen und das Gehirn daran zu erinnern, hey, so geht's richtig, anstatt, sag ich mal, einmal die Woche eine halbe Stunde. Von daher, viele kleine Wiederholungen sind deutlich effektiver für eine neuronale Veränderung als eine große, lange Session. Und dann wird ständig überprüft, ob wir effektiv sind oder nicht, weil darum geht es, wir wollen möglichst effizient und effektiv sein in all dem, was wir tun, damit wir dann möglichst viel Zeit auf dem Trainingsplatz verbringen können und möglichst viel Fußball spielen und Fußball trainieren können. Denn das ist ja das, was unser Kerngeschäft ist. Also wir haben gestern auch zusammen trainiert, damit ich heute für unser Betreuer kickfit bin. Ich habe extra nochmal ein Jahr gebeten, dafür zu schauen, bei all den Gebrechen, die man hat. Tibor, mein Gast, ZDF. Jan, das war jetzt sehr abstrakt. Könnten wir da vielleicht ein Beispiel haben? Muss ja nicht die Klientin da genannt werden. Genau. Aktuell, was ich so an in der jetzigen Phase hohe Belastung, was dort oft aufkommt, ist mein Knieproblem, ist mein Hüftproblem, ist mein Nackenproblem. Und ich sehe mein Training als eine sehr wertvolle Unterstützung zu das, was im medizinischen Bereich gemacht wird. Das heißt, dort werden die Strukturen meistens passiv behandelt, vorbereitet, freigemacht. Und wenn wir dann diese verbesserte Struktur haben oder eine verbesserte Bewegungsweite, die passiv erzeugt wurde, dann macht es total viel Sinn, das aktiv zu sichern. Das sind dann ganz klassische Bewegungsübungen. Es hilft aber auch, und das war zum Beispiel bei Joti gestern auch der Fall, sich mit anderen neuronalen, auf anderen neuronalen Ebenen zu gucken. Zum Beispiel, sind es was eine Augenübung? Ist es was im Gleichgewicht oder im Innenohr, wo wir dann wo wir eine Kopfrotation brauchen, eine Bewegung, die man sehr spezifisch für diesen einen Rezeptor, der falsch meldet, den gezielt immer wieder stimulieren und dadurch eine Verbesserung der Bewegungsweite kriegen und dadurch auch ein neues Tonusmuster, also eine
wieder neue Aktivität in der Muskulatur. Und da können es dann wirklich auch sonderbare oder zumindest bis jetzt im Leistungssport vielleicht nicht alltägliche Übungen sein, die aber ja, aufgrund so, wie die Neuroanatomie funktioniert, den Flexortonus erhöhen oder den Streckertonus. Genau. Also ich musste gestern Zungenkreisen machen. Das hat geholfen, in der Tat. Ja, besser nicht. Ja, oder doch? Ja. Auf so einer Pressekonferenz echt schwierig. Nee, also ich glaube. Aber es hat geholfen, es hat geholfen. Ja. Vielleicht nachher im Off können wir gerne. Vielleicht kannst du mal konkret sagen, ich sehe immer irgendwelche Streifen auf dem Boden, ich sehe irgendwelche Buchstaben an der Wand und ich gehe ganz schnell vorbei, weil ich denke, ich verstehe hier gar nichts. Ja. Vielleicht mal so eine konkrete Übung. Also wenn wir jetzt mal über die Augen und die Wahrnehmung reden. Wir wollen ja am Spiel schnelle Entscheidungen treffen. Das heißt, wir müssen die Situation extrem gut wahrnehmen und einschätzen können. Da hilft es, eine extrem gute Tiefenwahrnehmung zu haben. Das heißt, damit ich den Raum gut wahrnehmen kann, müssen beide Augen das gleiche Bild bringen und auf den gleichen Fokuspunkt sein. Das ist eine Sache der Augenmotorik. Und die, sobald ein Auge oder das eine Auge etwas anderes meldet, haben wir nicht mehr zwei Bilder, die identisch sind. Was macht das Gehirn in dem Moment? Es nimmt nur die Information von dem einen Auge, die es für richtig hält und unterdrückt die anderen. Wenn das eine Auge sozusagen das Bild nicht ankommt, sind wir in dem Moment in einem zweidimensionalen Raum. Das heißt, die Tiefenwahrnehmung leidet und wir können es nicht genauso gut berechnen, den Ball oder die Bewegung an sich, als wenn beide Augen exakt auf dem Punkt sind. Und das ist eine Sache, die ist sehr spezifisch. Es kann sein, dass ich nach geradeaus, links und rechts alles perfekt habe. Es kann aber sein, wenn ich nach links oben schaue, dass ich dort meine Augenmotorik abweicht, sozusagen den Punkt nicht genau fixieren kann. Das Ganze ist jetzt sehr statisch, ich sitze hier. Aber wenn wir uns jetzt vorstellen, wir haben Topspeed 30 km/h, damit ich dann die Augen in der Position genau auf den Punkt, auf den Ball richten kann, der sich auf mich zubewegt, muss auch noch mein Gleichgewichtsorgan, was im Innenohr sitzt, top eingestellt sein. Denn ich habe meistens eine Kopfbewegung, eine Augenposition und eine Bewegungsrichtung vom Körper. Das heißt, unsere Spielerinnen laufen um die 30 km/h. Und dann, wenn ich in den 16er gehe, die Flanke kommt und ein genaues Treffmoment erreiche, muss das sozusagen das Gleichgewicht, die Körperwahrnehmung und die Augen zusammenspielen. Und jede Abweichung in der Sensorik, sei es im Innenohr, sei es, dass ich die Augenposition nicht gut halten kann, oder dass mein Nacken, meine Nackenmuskulatur und die Gelenke, die Körperwahrnehmung nicht richtig arbeitet, führt dann zu einem kleinen sensorischen Konflikt, der von außen nicht zu sehen ist. Wir sehen nur, okay, klappt das mit dem Treffmoment oder klappt es vielleicht nicht? Und wenn halt alle Sinne gut zusammenspielen, die Wahrnehmung, die Reizwahrnehmung perfekt ist, die Verarbeitung perfekt ist, dann haben wir auch den perfekten Motor-Output und treffen den Ball sauber. Und das ist, was wir halt bei den besten Sportlern auf dieser Welt halt sehen. Für die ist es ganz leicht, ganz natürlich und einfach, egal wie und wo der Ball kommt. Sie haben sich selber unter Kontrolle, sie sehen die Situation richtig, weil halt, wie gesagt, diese drei Systeme gut zusammenspielen. Und das Schöne ist, wir sind neuroplastisch. Wir sind alle, wie wir hier sitzen, oder jeder Mensch ist veränderbar und zwar ständig. Das ist nicht die Ausnahme, das ist die Regel. Und wir werden genau in dem gut, was wir tagtäglich machen. Und wenn wir jetzt wissen, was brauchen wir noch, also woran hapert es denn bei der Aktion, dass ich den Ball nicht sauber getroffen habe? Dann, wie gesagt, testen Augen, Gleichgewicht, Körperwahrnehmung. Wenn wir da was finden, können wir es auftrainieren. Und das hat dann meistens einen sehr großen Effekt für dann die Performance auch auf dem Platz. Michael Pfeffer vom ZDF. Jürgen Klopp hat vor Jahren in seiner Zeit in Dortmund das sogenannte Live-Kinetik eingeführt. Ist das auch Teil von Ihren Übungen? Da würde ich das dann gerne mal beschreiben. Live-Kinetik, da geht es darum, möglichst unspezifisch und sehr generell immer was Neues zu machen. Also wenn man gerade anfängt, eine Übung zu können, dann wird sie erschwert neu gemacht. Ziel dahinter ist, dass wir halt ständig uns anpassen müssen und lernen müssen. Dann sind wir aufmerksam, weil wenn was Neues ist, dann sind wir erstmal aufmerksam, dann passiert eine gewisse Aktivität im Gehirn, die kann man nutzen, um dann mit Freude und Spaß wieder ins Fußballtraining zu gehen, einfach einen neuen Reiz zu setzen.
Bei der Arbeit vom neurozentrierten Training ist der große Unterschied, dass es sehr spezifisch ist. Also wir möchten immer sehr exakt ein Ziel erreichen. Wir möchten den Torschuss besser kriegen. Und das machen wir nicht, indem wir unspezifisch, ja, welche Übung auch immer machen. Also genau. Von daher ist es dann, wir gehen sehr spezifisch in den Bewegungsablauf rein, haben eine sehr spezifische Fragestellung und arbeiten dann unseren Test- und Retest-Verfahren durch, wie kriegen wir den perfekten Ablauf hin. Und das ist dann, man kann sagen, Live-Kinetik ist auch was Generelles für eine Gruppe, für alle. Und bei mir ist es so, es ist eher dann sehr gezielt für den Einzelnen, weil wie gesagt, jedes Gehirn einzigartig ist und anders ist, wir eine andere Vorgeschichte haben und dementsprechend auch einen anderen Input benötigen, um zum Ziel zu kommen. Die Kollegin von der UEFA, uefa.com. Gibt es dafür auch einen optischen Zeitpunkt, wo ihr das trainiert? Also lieber vorspielen, nachspielen oder wo es gerade ein bisschen ruhiger ist? Sehr gute Frage. Wir unterscheiden in zwei Bereiche. Das eine sind die High-Performance-Drills. Die machen wir direkt, bevor wir Leistung bringen wollen, weil die verbessern uns, die erhöhen was auch immer, sei es ein Streckertonus, machen uns aufrechter, machen uns klarer. Und dann gibt es aber auch Übungen, die eher stressreduzierend wirken. Und genau, von daher, wir unterscheiden dann sozusagen, okay, eine Übung, die mich vielleicht tendenziell schlechter macht, aber die Bewegung muss ich trotzdem können, die würde ich jetzt nicht vor dem Viertelfinale machen. Aber wenn ich jetzt weiß bei der Spielerin, hey, jedes Mal, wenn du diese Übung machst, dann bist du klarer, hast ein größeres peripheres Sichtfeld und eine aufrechtere Wirbelsäule, ja, das machen wir natürlich, bevor wir rausgehen. Und dann vom Zeitpunkt her, was ich vorhin schon gesagt habe, es ist wichtig, lieber dann morgens, mittags, abends, das zu wiederholen und sich daran zu erinnern, weil jedes Mal im Anschluss bewege ich mich besser und umso öfter ich mich besser bewege, werde ich besser mich im besser bewegen. Genau. Odeon, DPA. Gab es denn in Ihrer Profikarriere irgendwelche Erfahrungen, wo Sie gesagt haben, deswegen beschäftige ich mich jetzt damit? Sehr gute Frage. Genau, das ist natürlich der Hintergrund. Ich habe relativ früh mit 18 Jahren bei Bayer Leverkusen mein Debüt in der Champions League gegeben, war U20, U21 Nationalspieler und es lief alles, wie es laufen sollte, hatte nie eine Verletzung. Bin dann im Profitraining einmal, habe ich mich verletzt durch ein Trauma, bin gefoult worden und das war 2004. Und nach dieser Verletzung sind Kompensationsmuster aufgetreten, sodass ich im Anschluss immer wieder Verletzungen und Probleme hatte, ohne Fremdeinwirkung. Und ich war jetzt wirklich sehr diszipliniert und sehr ehrgeizig und habe damals all das gemacht, was damals möglich war. Trotzdem hatte ich nach jedem Spiel immer wieder muskuläre Probleme oder wie gesagt auch Meniskuseinriss, Ermüdungsbruch im Fuß, was alles aufgrund der Fehlbelastung entstanden ist. Und ich war dann wirklich sehr lange ein Suchender, habe mich links und rechts umgeschaut und viele Sachen ausprobiert, bis ich dann auf den neuronalen Ansatz gestoßen bin. Da war ich dann Mitte 20 und habe sofort gemerkt, wow, ich hatte Schmerzen, habe sofort keine Schmerzen. Ich war unbeweglich, jetzt bin ich beweglich. Ich war schwach, jetzt bin ich stark. Also hatte ein richtiges Aha-Moment, einen richtigen Aha-Moment und dementsprechend habe ich dem Ganzen dann eine Chance gegeben, habe Übungen gemacht, habe mich darin weitergebildet, habe einen Trainer einmal im Monat nach Augsburg kommen lassen und haben wir dort in Augsburg angefangen, weil es gibt ja viele Profisportler, die so ihre kleinen Wehwehchen haben und damals in Augsburg hatten wir eine gute Startelf und ein paar noch, die reinkommen. Also wir hatten einen engen, guten Kader und damit wir die Klasse halten konnten, mussten alle fit sein. Das haben wir dann geschafft, denen hat es auch geholfen. Und ich habe dann mich über die Jahre weiter darin weitergebildet und seitdem dann auf einmal keine Probleme mehr gehabt, konnte mich stabilisieren, konnte jedes Spiel machen in der Bundesliga, haben es mit Augsburg bis in den Europapokal geschafft, in die Europa League. Und von daher habe ich, glaube ich, sehr viele eigene Beispiele gehabt, was natürlich auch jetzt in der jetzigen Phase natürlich auch total hilft,
wenn man ja eine gewisse Glaubwürdigkeit, eine gewisse Erfahrung hat, dadurch, weil man es selber erlebt hat. Gibt es weitere Fragen? Marc Heinrich nochmal. Studiert man das, wenn Sie sagen, Sie haben sich weitergebildet? Ist das Teil eines Medizinstudiums oder wie kann man sich das vorstellen? Haben Sie das parallel zu Ihrem Profidasein gemacht oder direkt im Anschluss? Nee, ich habe dann direkt, also wie gesagt, 2011 mit dem Training begonnen, 2012 mit der Ausbildung begonnen. Die Amerikaner setzen den Goldstandard, was das angeht, weil die sehr weit sind bei dem Thema Gehirnerschütterung. Das ist dort aufgrund der amerikanischen Sportarten viel früher ein Thema. Und dementsprechend habe ich mich dann bei dem amerikanischen Institut, wann immer die in Europa waren, in Kopenhagen oder Malmö, bin ich dort in der Länderspielpause hingereist oder habe dann in der Sommerpause meinen Urlaub in den USA verbracht, um ja, sozusagen mich weiterzubilden und auch dort so zu trainieren. Und habe halt einfach gemerkt, dass mir das einfach wahnsinnig viel bringt. Umso mehr man versteht, umso besser kann man natürlich selber auch für sich arbeiten und trainieren. Und heutzutage ist sehr viel online verfügbar. Das sind dann Zertifikate, die man macht. Und es ist halt wirklich ein total spannendes Feld. Und seitdem wir jetzt diese MRTs machen können und in Gehirne schauen und uns mit dem Thema Gehirnerschütterung beschäftigen, gibt es wahnsinnig viele neue Erkenntnisse und Funktionsweisen. Oder man weiß ja viel darüber, wie das Gehirn funktioniert. Und das kann man einfach nutzen, um auch dann den Motor-Output besser zu machen. Und es ist egal, ob ich ein Nervensystem rehabilitieren muss, also aus einer Krankheit herauskomme, um wieder normal zu werden, oder ob ich einen normal funktionierenden Ablauf habe und den einfach verbessern möchte. Das sind dann im Endeffekt ähnliche Übungen oder Drills. Erik Peters hat noch eine Frage. Sie haben anfangs gesagt, dass Spieler wie Mbappé, Neymar sowas gut können, auch weil sie so viel das trainieren. Oder gibt es einfach auch Spieler, Menschen, die so ein außergewöhnliches peripheres Sehen haben? Ganz genau. Also das visuelle System und die ganze Körperwahrnehmung, das Gleichgewicht, das bildet sich ja schon sehr früh aus. Also es gibt Kinder, die kommen zur Welt und haben einfach schon einen höheren Startschuss, weil sie ein besseres, ausgebildetes Gleichgewichtssystem haben. Und dann ist es natürlich, ja, wir mit allem, wie wir lernen spielerisch, wir müssen uns viel bewegen, um unser System, unseren Körper uns zu schulen. Und natürlich gab es schon immer Top-Spieler und es wird auch immer diese Top-Top-Spieler geben. Und auch in Deutschland haben wir wahnsinnig viele tolle Talente, wo ich jetzt sage, lass die auch einfach Fußball spielen, lass die machen, lass die Spaß haben, weil so spielerisch lernen wir ja auch am besten. Interessant wird es natürlich dann, wenn die ersten Widerstände kommen, die ersten Verletzungen kommen und wir haben mit Sicherheit viele Profisportler oder Top-Spieler, wo es dann eine Entscheidung ist. Wenn ich mich verletze, das gehört zum Fußball dazu, das gehört zum Sport dazu. Idealerweise heile ich dann und kann genauso weitermachen wie vorher. Wenn natürlich nach einer Verletzung Kompensationsmuster da bleiben und das dann die Leistung beeinträchtigen oder man sich halt durchkompensieren muss, dann kann man natürlich nicht das Niveau erreichen, was man hätte erreichen können. Und bei diesen Ausnahmekönnern, die haben von Anfang an Strategien entwickelt, die erfolgreich sind und die dann einfach mehr machen, weil das natürlich auch mehr Spaß macht, erfolgreich zu sein und Spaß zu haben. Es wäre mit Sicherheit sehr interessant, die dann nochmal auch weiter zu analysieren. Aber wir wissen ja, was sportliche Leistung unterstützt, peripheres Sehen zum Beispiel. Und wenn wir das wissen, dann können wir es auch gezielt trainieren. Die haben das mit Sicherheit unterbewusst, haben sie sich für diese Strategien entschieden. Und ja, wenn wir jetzt wissen, wie wir lernen, was das Lernen unterstützt, dann können wir ja auch versuchen, das in unserem Training abzubilden. Am Ende ist es ja mit der Leistungsdichte so, dass die Details entscheiden und das können tatsächlich Kleinigkeiten sein oder auch nicht, wenn man dann nicht verletzt ist oder stabiler einfach ist, körperlich fitter sich dann auch fühlt, dass man dann besser performt oder weniger anfällig ist. Gunnar Meggers vom Kicker. Mal beschreiben, wie die Spielerinnen am Anfang darauf reagiert haben? Ja, also es ist natürlich ganz klar, wenn etwas Neues kommt, dann möchte man erstmal nur aufklären. Das heißt, man stellt etwas vor, man schafft Angebote.
Das ist dann immer so eine Art Impulsvortrag oder ein kleiner Workshop. Hatten wir natürlich auch so ein paar Teaser dabei und Fußballvideos und Exemplare, wo man dann Sachen erklärt. Und dann geht es darum, Sachen zu fühlen und zu spüren und auszuprobieren. Das eine ist ja die Theorie und ja, okay, das macht Sinn. Oder ich spüre wirklich eine körperliche Veränderung. Und dann, danach ist es eigentlich nur ein Präsentsein und Angebote zu schaffen. Also ein bisschen Spielzeug auszulegen zum Beispiel, so dass die Spielerinnen neugierig sind. Was macht man denn damit? Um dann so ins Gespräch zu kommen. Und dann einen spielerischen Einstieg zu finden. Oftmals ist es so, dass die Spielerinnen, die Probleme haben, die möchten ja gerne was verändern und die sind am Suchen. Und die sind dann in der Regel offener, als welche, bei denen natürlich alles läuft. Und so ist es jetzt auch. Ich bin dann am Anfang, ist es halt, man stellt sich vor, man auch im Funktionsteam, bei der ganzen Mannschaft macht einen Vortrag, dann kommen Fragen, dann braucht man gute Antworten. Und dann entwickelt sich der Prozess. Und dann wird der Vertrauen aufgebaut und dann kommt die erste Situation, ich habe Knieschmerzen, wenn du dann helfen kannst, dann wächst das Vertrauen weiter und du musst halt Ergebnisse bringen, damit diese Leistungssportlerin oder auch diese in diesem Bereich des Leistungssports die Leute mit dir arbeiten, weil wir haben keine Zeit, wir wollen maximal effektiv sein und dann am besten gute Resultate, schnell spürbare Effekte kreieren und dann geht das Ganze weiter. Aber wie gesagt, es ist immer ein Angebot, weil es bringt nichts zu sagen, du musst das so machen, dann geht es direkt in die Abwehrhaltung, sondern die intrinsische Motivation muss hoch sein und dann müssen sie ihre Selbstwirksamkeit spüren. Und dann merken sie, ich habe es selber in der Hand, wenn ich diese Übung mache, kommt das dabei raus. Und das funktioniert in der Regel sehr nachhaltig. Der schnellere Ansatz zu sagen, ihr macht jetzt das, musst es machen, das ist eher kontraproduktiv. Aber selber die Erkenntnis zu bekommen für sich selber, ja, das hilft, das macht Sinn, das ist das, was Nachhaltigkeit bringt. Gibt es noch Fragen? An den Jotti noch, gerne. Ole John. Ja, vielleicht können Sie noch ein bisschen was Sportliches sagen zum Viertelfinale, was über Österreich, wie Sie den Gegner einschätzen, wie Sie Ihre Mannschaft nach dem letzten Auftritt einschätzen. Also wir freuen uns auf das Nachbarschaftsduell, keine Frage. Das ist ein Derby, das wird sehr leidenschaftlich. Wir hatten kurz nach unserem Spiel gesagt und dem Spiel der Österreicher spielt Herz gegen Herz. Nämlich zwei Teams, die sehr leidenschaftlich Fußball spielen, die ein sehr geschlossenes Team auf dem Platz zeigen. Von daher wird das ein interessantes Duell. Aber, und das ist unser Selbstverständnis und so sind wir ins Turnier, auch in dem Viertelfinale werden wir entscheiden, wer als Sieger vom Platz geht. Ich glaube, dass wir mit der Mentalität, die wir haben und auch den spielstarken Spielerinnen natürlich der Favorit sind in dem Spiel. Und das wollen wir unter Beweis setzen und unser Spiel den Gegner aufdrücken. Das wird das Ziel sein und dann gewinnen wir das auch. Ein starkes Schlusswort, wenn es keine Fragen mehr gibt. Am Anfang dieser PK, Gunnar Meggers, gerne auch nochmal. Es ist ja jetzt auch in den letzten Tagen immer beschrieben worden, dass das Trainerteam sich auch verändert hat, der Umgang ein anderer geworden ist. Können Sie das nochmal beschreiben, wie sich das in den letzten 3 Jahren verändert hat, das Zusammenspiel des Trainerteams? Also wir versuchen uns, egal in welchem Bereich, ob es jetzt das Trainerteam ist, die Spielerinnen, das Team um das Team, uns kontinuierlich zu verbessern, zu reflektieren. Und wir kommen sehr häufig zusammen und haben genau diese Reflexionsprozesse. Am Ende geht es ja auch um eine gesunde Fehlerkultur, die man auch innerhalb der Mannschaft hat und nicht nur nach, ich sage jetzt mal, Analysen von Spielen, sondern auch nach Turnieren oder Qualifikationen oder einzelnen Länderspielmaßnahmen. Und so versuchen wir das stetig zu entwickeln. Und ja, wir haben uns natürlich häufiger auch mit dem Trainerteam zusammengesetzt, um nochmal die Rollen zu schärfen. Ich hatte bewusst ein etwas größeres Trainerteam auch zusammengestellt, weil ich wollte, dass wir sehr individuell, und Jan ist ja ein sehr gutes Beispiel, sehr individuell mit den Spielerinnen arbeiten können. Ich glaube, das ist die Zukunft des Fußballs, dass wir immer mehr Spezialisten auch haben und auch eine entsprechende Aufteilung im Trainerteam.
Und dort haben wir eine Rollenklarheit auch geschaffen und die auch jetzt fürs Turnier nochmal festgelegt. Weil es ist in den Abstimmungen, in den Kommunikationen, wer spricht mit welchem Spieler, in den Aufteilungen sehr, sehr wichtig, dass man dann auch eine Sprache spricht, was in der Vergangenheit aber auch der Fall war. Aber mehr geht es darum, auch eine Klarheit gegenüber den Spielerinnen zu schaffen, wer ist jetzt vielleicht für welches Thema für mich Ansprechpartner. Und das funktioniert wirklich sehr gut und das funktioniert auch in Pausen, selbst innerhalb des Spiels, wo es ganz klare Zuteilungen und Aufteilungen gibt. Und die versuchen wir dann auch zu nutzen, um tatsächlich nicht nur ein Sprachrohr in dem Fall zu haben mit Martina, sondern dann halt auch mehrere Augen dann oder mehrere Münder dann auch miteinander kommunizieren können. Und bin in der ersten Phase echt happy, dass wir sehr, sehr gute Spiele hingelegt haben, sehr, sehr gute Trainingseinheiten hingelegt haben und entsprechend auch mit diesem Team Spirit in die zweite entscheidende Phase gehen. Und das ist eine Kopfphase. Das wird entscheidend sein, dass wir im Kopf klar sind, dass wir ein Selbstbewusstsein haben, hochkonzentriert sind und tatsächlich dann auch mit diesem positiven Spirit in die nächsten Spiele hoffentlich dann gehen. So, dann war es das. Ich wollte gerade sagen, am Anfang habe ich ganz viele Fragezeichen gesehen hier im Raum. Die haben sich aber aufgelöst. Spannendes Thema. Danke an euch beide, dass ihr da wart. Danke an euch. Und morgen keine PK, aber Stimmen am Platz recht früh am Morgen. Tschüss.